2G am Arbeitsplatz, was hat das jetzt für ganz konkrete Konsequenzen für ungeimpfte Arbeitnehmer? In diversen Bundesländern gibt es jetzt ja 2G am Arbeitsplatz. Das bedeutet, du musst genesen oder geimpft sein, sonst darfst du nicht an deinen Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber hat ja in diesen Fällen eine Option für 2G. Und die muss er ja nicht ziehen. Und das führt jetzt so zu bestimmten Besonderheiten, bestimmten Problemen, die Ungeimpfte haben und bestimmten Möglichkeiten, die ich dir in diesem Video erläutern will. Zunächst einmal, wenn es die Möglichkeit für Homeoffice gibt, dann wird und muss der Arbeitgeber dich in diesen Fällen auch im Homeoffice beschäftigen lassen. Denn er hat ja dieses 2G sich ausgesucht, du bist nicht genesen und geimpft, also kann er dich am Arbeitsplatz vor Ort nicht beschäftigen, er muss dich in den Homeoffice schicken. Nun gibt es bestimmte Berufe, wie wir zum Beispiel ein Friseur im Homeoffice arbeiten, wo es einfach nicht geht. Also wenn der Friseur jetzt zwar zu Hause arbeiten würde, aber würde das ja nicht funktionieren, weil die Kunden ja dann zu ihm nach Hause gehen müssten und das würde unter den gegebenen Bedingungen wieder unzulässig sein. Ja? Also die Leute, die jetzt im Homeoffice schlichtweg nicht arbeiten können, da stellt sich jetzt die Frage, was ist mit denen? Und wenn man jetzt sagen würde, naja, ihr fliegt raus oder ihr kriegt kein Geld, dann würde es ja quasi direkt eine Impfpflicht bedeuten, die haben wir ja nicht. Das heißt, es muss sich niemand impfen lassen. Das bedeutet dann aber auch, es kann niemand deswegen abgemahnt oder gekündigt werden, weil wenn es keine Impfpflicht gibt, dann kann auch das Nichtimpfen kein Verstoß gegen die Arbeitspflichten sein. Und wenn noch dazu der Arbeitgeber hier verschiedene Optionsmodelle hat und er sich selbst freiwillig quasi für 2G entscheidet, statt für zum Beispiel für 3G oder für was auch immer für Gs, ja, wenn er sich selbst also für dieses Modell entscheidet, dann muss man auch ganz klar sagen, ist das sein, muss er auch die gesamten wirtschaftlichen Konsequenzen tragen. Und wenn er jetzt den Arbeitnehmer aufgrund dieser Situation nicht beschäftigen kann, dann führt das dazu, dass er ihn also nicht beschäftigen kann, weil er ihn nicht beschäftigen darf. Er darf ihn ja nicht zum Arbeitsplatz lassen. Der Arbeitnehmer sitzt zu Hause, kann nicht im Homeoffice arbeiten und muss dann trotzdem vom Arbeitgeber sein Geld bekommen. Und wenn du als Arbeitnehmer hier ein Problem hast, wenn der Arbeitgeber dir das Geld nicht zahlt, dann musst du ihn in Anspruch nehmen, notfalls verklagen. Das ist sehr unangenehm, das ist für die Arbeitsverhältnisse sehr unangenehm. Da kann man wieder sagen, vielen Dank, liebe Politik, dass ihr dermaßen die Arbeitsverhältnisse unter Druck setzt und die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. Aber das ist die traurige Konsequenz. Wer in einem Kleinbetrieb arbeitet, was ja gerade viele Friseure und so weiter betrifft, ja, und körpernahe Dienstleistungen sind häufig kleinere Betriebe, wo nicht mehr als 10 Arbeitnehmer arbeiten, der hat keinen Kündigungsschutz. Und wenn der jetzt, der Arbeitgeber wird so klug sein und wird nicht deswegen direkt kündigen, der braucht ja gar keinen Grund, wer dann die Kündigung bekommt, hat auch sehr schlechte Karten, sich dagegen zur Wehr zu setzen.